Shabbat Shalom. Ende November 2012, kurz vor der Eröffnung der neuen Ulmer Synagoge, hatte ich ein Interview gegeben. Und der Journalist fragte mir, wie ist meinen Gefühle, eine Synagoge in der Nähe vom alten Standort, unmittelbar in der Nähe von dem Ort, wo der alten Synagoge am Reichspogromnacht verbrannt und zerstört ist. Und meine Antwort war, wir bauen eine Synagoge nicht wegen, aber auch nicht trotz der Vergangenheit. Wir bauen für die Gegenwart und vor allem für die Zukunft. Wir schauen nach vorne. Und die Ulmer Juden, die Juden, die in Ulm und um Ulm herum leben, die sollen die Möglichkeit haben, als Juden ganz offen zu leben, in die Synagoge zu gehen und einen jüdischen Gemeindezentrum hier zu haben und zu erleben. Dieser Schabbat, letzten Schabbat im jüdischen Kalender, letzten Schabbat vor Rosh Hashanah, lesen wir aus dem Torah zwei kurzen Parashot, zwei kurzen Wochenabschnitte. Diesen zwei Abschnitte hatte Moshe an seinem letzten Lebenstag hier auf dieser Erde gesprochen. Und da gibt er unter anderem einen ganz wichtigen Hinweis und Möglichkeit, die Juden. Falls ihr, sagte Moshe, irgendwann mal einen Fehler oder Gott behüte eine Sünde begehen, ihr sollen sich zurück zu Gott kehren. Erklärte uns dem Rambam, dem Maimonides, dass wenn ein Jude einen Fehler, eine Sünde leider begeht, den ersten Schritt ist, sich selber zu verbessern. Den ersten Schritt zum Tshuva, zum Wiedergutmachen, geht es nicht um die Vergangenheit, sondern es geht um die klaren und starke Entscheidung, dass ich meinen Fehler nicht wiederholen werde. Falls jemand leider nicht koscher gegessen hat, soll sich entscheiden, von jetzt an soll er nur koscher essen. Falls jemand hat leider Schabbat nicht angehalten, soll jetzt und weiter in seinen späteren Zeiten Schabbat anhalten und so weiter und so weiter. Erklärte uns die Lubavitcher Rebbe und im Chassidut allgemein wird erklärt, dass ein Mensch, der möchte sich verbessern, wenn er beginnt mit der Vergangenheit, wenn er beginnt mit Reue und mit Entschuldigung, dann werde er höchstwahrscheinlich bei der Vergangenheit bleiben und er wird nicht weiterkommen. Und das möchte Gott keinesfalls. Gott möchte von uns, dass wir besseren Menschen sein werden. Erst danach haben wir genügend Zeit, über die Vergangenheit die Reue zu zeigen und da um Entschuldigung zu bitten. Auch der jüdische Kalender ist so eingerichtet, dass die ersten zwei Tage im Jahr, dem Rosh Hashanah, sprechen wir gar nichts über die Vergangenheit, sondern nur um die Zukunft. Wir versprechen, dass wir werden alles Mögliche tun, besseren und guten Juden und Menschen zu sein. Wir hoffen für die nächstes Jahr, dass die ein gutes, süßes, gesundes Jahr werden. Erst danach, eine Woche später, beim Yom Kippur, wenn wir schon richtig gut begonnen haben, können wir uns leisten, über die Vergangenheit zu sprechen. Am Yom Kippur, am Versöhnungstag, bitten wir um Entschuldigung und zeigen wir Reue für die Vergangenheit. So jeder von uns soll sich die Möglichkeit nutzen, in den letzten Tagen, in diesen schwierigen und schrecklichen Jahren, sich selber und seine Umgebung erstmal zu verbessern. Erstmal besseren Menschen zu sein. Und somit hoffen wir allen auf ein gutes, gesundes, erfolgreiches, friedliches Erlösen und Zeit von Moschiach noch in dieses Jahr, noch vor Rosh Hashanah und ein gutes, gesundes, süßes neues Jahr zu bekommen. Shabbat Shalom.